Ernährungswissenschaftler, Sportmediziner, Biomechaniker, Psychologen, Physiologen, Trainingswissenschaftler, Softwareentwickler, Materialkundler, Physiker, Dopingforscher. Der Hochleistungssportler ist nicht alleine, wenn es darum geht, das Letzte aus Körper und Gerät zu holen und das biologische System Mensch zu optimieren. Hier ist nicht so nass, das ist weit genug von mir weg. Schöne kleine Serpentinenstraße. Das geht. Trainingscamp des Team Gerolsteiner auf Mallorca. 26 Fahrer gehören dazu. Davide Rebellin ist in dieser Saison der Star des Teams. Nur dieses eine Mal im Jahr treffen alle zusammen. Nach dem Trainingscamp zerstreut sich die Gruppe, fährt in unterschiedlichen Zusammensetzungen Rennen in der ganzen Welt. Mein Name ist Fabian Wegmann, ich bin 26 Jahre alt, bin Radprofi beim Team Gerolsteiner. Hey, wer ist Fabians Bike? Ich fahre jetzt in meiner sechsten Saison für das Team und habe angefangen mit dem Radsport mit 12 Jahren. Und seitdem ich 16 Jahre alt bin, trainiere ich auch regelmäßig und ja, seit dem 18. Lebensjahr professionell. Die Teamleitung setzt auf einen Generationswechsel im Radsport, hat eine der jüngsten Mannschaften unter den Profiteams. Fabian Wegmann ist ein Fahrer, der den Erfolg nicht dem Zufall überlassen will. Mit Disziplin und Akribie bereitet er sich auf die Saison vor. Trainings- und Ernährungswissenschaftler begleiten ihn dabei. Wir fahren, das ist die zweite Gruppe, wir fahren Soler, so wie vorgestern raus. Am Soler sollte alles fertig sein. Ja, meine Stärken sind auf jeden Fall die Berge. Nicht die ganz langen Berge, aber die so das Mittelgebirge. Und ich bin auch noch relativ schnell im Sprint, also somit bin ich auch eigentlich der klassische Ausreißer. Ja, gut, das sind einmal die körperlichen Voraussetzungen, die man einfach auch braucht. Also ich bin 1,76, wiege 60 Kilo und allein von der Statur her liegen mir die Berge einfach. Also wenn ich jetzt ein 1,90, 80 Kilo Mann wäre, dann ist es natürlich viel, viel schwerer für einen in den Bergen zu fahren. Also ich habe halt die Grundvoraussetzung. Ja, so ein Team muss möglichst breit gefächert sein. Also soll es Bergfahrer drin geben, soll es Zeitfahrer drin geben, Sprinter und auch vor allen Dingen Helfer, die sogenannte Rolleure auch, die halt viele Kilometer im Wind fahren können und Spitzengruppen wieder einholen können. Also das muss möglichst breit gefächert sein, damit man gut aufgestellt ist als Mannschaft. Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie. Das größte Analyselabor für Dopingproben in Europa und Zentrum für präventive Dopingforschung. So, hier ist die Probenannahme. Hier kommen die Proben rein, die für die Dopingkontrolle analysiert werden. Hier kommen ca. 14.000 Proben pro Jahr. Die werden von hier aus weiterverteilt zu den einzelnen Stationen im Labor. Kommen Sie gerade mal mit. Hier werden zum Beispiel die Dopingproben gelagert hinter dieser Stahltür. Hier befinden sich ca. 5000 Proben von internationalen Sportlern. Also alles, was Rang und Namen in Europa und in der Welt hat, steht hier als Urin in diesem Kühlraum. Hier ein kleiner Blick auf eines unserer Forschungsgebiete. Wir überprüfen Nahrungsergänzungsmittel auf Dopingsubstanzen und hier sehen Sie einige dieser Nahrungsergänzungsmittel. 15% aller Nahrungsergänzungsmittel weltweit enthält verbotene Anabolika, die nicht angegeben sind auf der Packung. Hier sehen Sie eine Forschungsabteilung. Hier werden Substanzen synthetisiert, neue Anabolika synthetisiert, Metaboliten synthetisiert
Früher mussten wir diese Produkte einnehmen, um die Metaboliten zu produzieren. Heute können wir diese Metaboliten selbst synthetisieren. So, hier werden jetzt Proben aufgearbeitet. Sie sehen hier die Probenvorbereitung für die Analyse. Hier vorne werden Pferdeproben aufgearbeitet, auf der anderen Seite Humanproben. Man kann sehr leicht zum Beispiel hier mit so einem Spülmaschinenstein manipulieren. Man kratzt einfach ein bisschen von dem roten Zeug ab, wirft das in die Urinprobe und schon sind alle Proteine in diesem Urin, also wie EPO oder sonst etwas, sind weg. Und das ist also eine sehr gute Manipulationsmethode. Aber wir haben jetzt eine neue Methode entwickelt, um diese Proteasen, also diese Anteile der Spülmaschinensteine, genau nachzuweisen. Und somit können wir auch so eine Manipulation entdecken. Aber leider sind wir da etwas spät gewesen, muss ich sagen. Hier sehen Sie jetzt den großen Messraum mit unseren Analysegeräten. Das sind alles Gaschromatographen, verbunden mit Massenspektrometer. Und hier sehen Sie Injektionen von Proben, die laufen Tag und Nacht. Und hier werden zum Beispiel die Proben, die heute Nacht gelaufen sind, ausgewertet. Hier der Probenwust nur für Anabolika, wenn ich mal kurz mal halten darf. Das ist jetzt eine Probe, die für Anabolika überprüft wurde. Und allein dieser Stoß an Papier gilt nur für eine Probe. Wir haben jeden Tag praktisch ein oder zwei positive Proben und noch einige Verdächtige dazu. Das Team stellt keine Trainer. Jeder Fahrer ist dafür allein verantwortlich. Fabian Wegmann lässt sich von einem Trainingsinstitut am Chiemsee betreuen. Auf der Suche nach dem runden Tritt steht heute Analyse der Motorik auf dem Programm. 800 Watt sind zu treten und die möglichst gleichmäßig. Ja, wunderbar. Das rechte Bein, da hast du ein bisschen ein Defizit. Ja. Versuchen wir rechts bewusst ein bisschen mehr zu drücken. War die Differenz eher noch größer, gell? Ja. Kannst du uns den Sinn erklären von dieser Trainingseinheit? Ja, der Fabian fährt jetzt 6-Sekunden-Intervalle. Die sind gedacht, um unter möglichst hoher Trittfrequenz hohe Lasten zu treten, hohe Drehmomente zu erbringen. Ist geeignet, um die Phosphatspeicher zu aktivieren und auch um die hohen Anforderungen an die Tretbewegung zu trainieren, die Tretkoordination zu verbessern. Ja, immer noch der Knick drin, ne? Ja, aber es wird besser. Du konzentrierst dich jetzt drauf. Du konzentrierst dich jetzt mehr auf deine Zugphase am linken Bein. Ja. Welches ist denn im Grunde das rechte? Ein bisschen schwächer. Der linke Zug lässt ein bisschen noch. Feinste Messtechnik erlaubt präzise Analysen von biomechanischen Abläufen. Gelingt es dem Athleten, die Erkenntnis umzusetzen, ist er auf der ständigen Jagd nach dem letzten Prozent Leistungssteigerung wieder einen Schritt weiter. Fabian ist jetzt im vierten Jahr bei uns. Wir haben bei ihm, denke ich, sehr stark seine Kraftfähigkeiten weiterentwickelt. Er hat ein sehr hohes Grundpotenzial, was die Ausdauer betrifft, schon mitgebracht. Und da ist es natürlich, sagen wir mal, eine Herausforderung, bei so einem, würde ich schon mal sagen, eher außergewöhnlichen Sportler, noch mal eine weitere Entwicklung draufzusetzen. Und was ist dann das Ziel für die nächsten zwei Jahre?
Das Ziel ist ganz klar, dass er zum einen bei den Eintagesrennen, die ihm sehr liegen, wirklich mal ganz vorne einen Sieg rausfährt. Bei großen Etappenrennen, wie beispielsweise der Tour de France, sollte durchaus das Ziel sein, vielleicht auch mal das Bergtrikot ins Auge zu fassen, beziehungsweise natürlich ganz klar auch mal einen Tagessieg davon zu tragen. Die Zentrale des Team Gerolsteiner in Herrenberg bei Stuttgart. Sportliche Leiter, Physiotherapeuten, Disponenten, Manager, Public Relation Experten und Mechaniker. Zusammen mit den Fahrern arbeiten rund 50 Leute am Erfolg des Teams. Die Mechaniker präparieren ein Arsenal von mehr als 100 Rädern. 4 Räder für jeden Fahrer plus Spezialmaschinen für die Disziplin des Zeitfahrens. Obwohl das Team einen Ausrüstervertrag mit einem amerikanischen Großhersteller hat, lässt die Teamleitung für das Zeitfahren maßgefertigte Maschinen von einem Ein-Mann-Betrieb in der Schweiz herstellen. In einer kleinen Werkstatt im Thurgau baut Andi Walser in Handarbeit Skeletonschlitten für den Jetset in St. Moritz und Zeitfahrmaschinen auf Maß aus Carbon. Zuerst tun wir mal messen, wie der Athlet auf dem Fahrrad sitzen muss. Und wenn wir all die Messungen gemacht haben, dann weiß ich, was ich für den bauen muss. Die Höhe des Rahmens, die unterscheidet sich nicht, weil der Lenker eigentlich immer auf der fast gleichen Höhe ist, egal wie groß der Athlet ist. Schließlich. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist die Länge des Rahmens. Für größere Leute brauchen einen längeren Rahmen, als einen längeren Oberkörper haben. Aber die Höhe des Rahmens ist eigentlich immer gleich. Alle Arbeitsschritte verrät Andi Walser nicht. Ein kleines Betriebsgeheimnis müsse noch bleiben. Schließlich habe die Industrie schon genug von seinem Design der Zeitfahrmaschinen kopiert. In jahrelangen Versuchen hat er zusammen mit Rennfahrern seine Konstruktion entwickelt. Und jetzt kommt einfach Lage für Lage im Prinzip Kohlefasergewebe rein. Bis das Ding dann so stabil ist, wie ich es haben will. Und wenn da alle Lagen drin sind, dann kommt da so ein Luftschlauch rein. Die Fasern werden drum gelegt. Jetzt wird die Form geschlossen und die mit Harz getränkten Carbonmatten in einem Ofen 15 Stunden lang bei 60 Grad gehärtet. Radrennbahn Büttgen. Bernhard Kohl ist neu im Team. Heute soll seine Sitzposition beim Zeitfahren optimiert werden. Passt schon. Die Sitzposition wird jetzt ausgemessen. Dass wir das nah auf das Wettkampfrad von Bernhard übertragen können. Dann. Am Oberrohr gerade den Kleber machen, wo das Tretlagerlot sitzt. Dass wir die 75 definieren können, wo er nach vorne limitiert ist. Weil der Lenker ist jetzt zu lang, weißt du? Dann soll ich unten markieren. Oben nee, am besten mach hier am Oberrohr. Da am Oberrohr. Andi Walser ist dabei, wenn Bernhard Kohl zum ersten Mal auf eine seiner Zeitfahrmaschinen steigt. An der Kurbel sind Sensoren angebracht. Die messen Drehmoment und Winkelgeschwindigkeit. So errechnet sich die Wattzahl, die der Fahrer benötigt, um die vorgegebene Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern zu erreichen.
Ziel von den Tests ist jetzt hier bei den beiden Fahrern, Markus Voten und Bernhard Kohl, das Leistungsgeschwindigkeitsverhältnis zu optimieren. Das heißt, möglichst wenig Watt bei möglichst viel Geschwindigkeit. Die Fahrer sollen möglichst konstant fahren, also nicht beschleunigen und möglichst gleichmäßig treten. Der Sportler hat sein persönliches Feedback, ob er in der Position auch treten kann, weil er sitzt real auf dem Fahrrad, muss also seine 350 Watt treten. Das, wenn man jetzt nur still auf dem Fahrrad sitzen würde. Das ist also ein sehr realitätsnaher Test, wo man also das Ergebnis direkt auch umsetzen kann ins Feld und dann halt direkt ins Zeitfahren jetzt bei der Tour de France. Auf der Geraden trittst du drauf, weil du meinst, du müsstest die Geschwindigkeit konstant halten. Aber ökonomischer ist es, wenn du die Leistung konstant hältst. Zwischen jedem Lauf wird die Position des Fahrers verändert. Mal der Lenker 1 Zentimeter tiefer, mal die Griffposition weiter nach vorn. Und jedes Mal wird der Unterschied der Leistung gemessen, die der Fahrer aufwenden muss, um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen. Am Computer werden die Daten nach jedem Lauf ausgelesen. Je geringer die Wattzahl, die der Fahrer benötigt, desto besser ist die Aerodynamik der gefundenen Position. 281 Grad. Wir drehen einfach bei dir nur den Lenker nach oben, dass du mit der Schulter effektiv runterkommst und die Arme mehr oder weniger parallel nimmst. Also du kannst vorne schon. Hast du das Gefühl, dass es geht noch, dass du noch tiefer kannst? Oder? Ich habe das Gefühl, so von der Bequemlichkeit her, dass es wahrscheinlich eher, wenn es runtergeht, besser drauf sitzt. Besser drauf. Mhm. Da ist so ein bisschen, du kippst das Widerlager. Weißt du, hast du zudem, was du an die Beine bringst, brauchst du ein Widerlager. Das ist eigentlich immer der Oberkörper. 312 Watt. Ja? Ja. Ist auch nicht so schlecht, ne? Bernhard Kohl optimiert seine Position an diesem Tag um 15 Watt. Das sind fast 5% Kraftersparnis, die er in mehr Geschwindigkeit umsetzen kann. Doch erst beim nächsten Rennen wird sich erweisen, ob er diese Position auch über einen längeren Zeitraum treten kann. Und erst dann wird sein neues Rad für die Saison gefertigt. Extreme Sitzpositionen verlangen dem Körper Extremes ab. Fabian besucht sein Trainingszentrum am Chiemsee. Das ist an eine private Reha-Klinik angegliedert, die über modernste Diagnostikmittel verfügt. Das Geburtsjahr? Das ist 1980. Und dann 20.06. So, dann haben wir ja eins. Wunderbar. Okay, dann können wir loslegen. Mhm. Sie dürfen sich mein Gesicht zur schwarzen Wand daherstellen. Ja, es gibt mit Sicherheit Berufskrankheiten bei den Radfahrern. Also so ein krummer Rücken gehört wahrscheinlich dazu. Also da muss man sehr, sehr viel gegenarbeiten, viele Übungen machen, damit der nicht irgendwann krumm bleibt. Anhand der klinischen Untersuchung feststellt, dass da eine deutliche Fehlhaltung da ist. Und diese kann man nun dementsprechend auch noch objektiv festhalten, um dann entsprechend auch ein therapeutisches Programm festzulegen. So steht er ganz gut da. Dann werden wir die ersten Aufnahmen machen. Der ist halt ein Sportler, der belastet gut, gell? Hat ein Körpergefühl. Noch mit oben stehen bleiben, wir werten das bloß einmal aus. Ganz kurz, er kann sich bewegen. Zur Leistungsdiagnostik eine runde Wirbelsäule. Nun ist er sehr beansprucht auch beim Radsport, sodass er hier, ja, ist in etwa gleich, ja, dann Möglichkeit bekommt, ein individuelles Trainingsprogramm auch zusätzlich aufgestellt zu bekommen. Fahre ich jetzt erstmal ein bisschen warm und dann machen wir nachher das Kabel. Wir haben hier ein Großflächenlaufband, auf dem man hervorragend trainieren kann und auch Sitzpositionstests durchführen kann. Der Fabi wird heute ein Kraftausdauertraining fahren auf dem Laufband. Das bedeutet 3x10 Minuten mit einer sehr niedrigen Tretfrequenz, ungefähr 45, und mit einem relativ hohen Kraftaufwand. Das ist also schon
eine recht anstrengende Geschichte. Nämlich, da kommt aus dem Hüftbeuger nichts mehr. Ja. Und wenn du dann nämlich höher sitzt, dann bringst du richtig Kraft raus. Ja. Fabi trainiert zum Beispiel im Winter gezielt eine Grundlagenausdauer. Versucht da seinen Fettstoffwechsel vor allem zu verbessern, um dann für die Rennen möglichst eine ausreichende bzw. optimale Erholungsfähigkeit zu haben. Das Ganze verschiebt sich dann hin zu den Rennen natürlich in der Form, dass die Trainingseinheiten intensiver werden, kraftausdauerorientierter trainiert wird und dann auch im Spitzenbereich in Form von Intervalltraining sehr viel gearbeitet wird. In der Werkstatt von Andi Walser in der Schweiz. Das ist die Geburt des Rahmens sozusagen. Da kommt dann aus, ob es hingehauen hat oder nicht. So jeder Zehnte geht schief. Und so jeder Zweite von den Zehn kann ich noch irgendwie wieder reparieren. Aber mit Verlust muss man rechnen. Wo gearbeitet wird, da passieren Fehler. Das kann man nicht umgehen. Sieht man schon, dass es ein Fahrrad gibt. Das wäre am Rung seine aktuelle Position. So ungefähr. Die tiefste ist das jetzt? Nein, nicht die tiefste. Ist das jetzt die aber? Sehr schön. Die hier. Nachmittags ist Andi Walser in Basel. In einer Sportklinik trifft er Ronny Scholz, einen der Zeitfahrspezialisten des Teams. Nachdem seine Sitzposition auf der Bahn optimiert wurde, soll jetzt überprüft werden, ob er diese extreme Position auch über einen längeren Zeitraum halten kann. Wir haben ja sehr viel Erfahrung im Radsport und wissen, dass die Sitzposition, also die Art und Weise, wie man auf dem Fahrrad drauf sitzt, sehr wichtig ist, vor allen Dingen, was den Wind anbelangt. Der Wind ist eigentlich im Wesentlichen der größte Gegner des Radfahrers. Und deshalb versucht man, diese Sitzposition immer unter aerodynamisch günstigen Gesichtspunkten auch zu verbessern. Was wir dabei nicht wissen, ist, inwieweit das die Durchblutung der Oberschenkelmuskulatur durch diese extremen Sitzpositionen beeinflusst wird. Und genau da setzt unser Versuch an. Wir messen letztlich die Durchblutung bzw. den Sauerstoffgehalt der Oberschenkelmuskulatur, um dann Aussagen machen zu können, ob diese Sitzposition nun für diesen einzelnen Athleten gut ist oder ob sie eben nicht so gut ist. Man muss sich das so vorstellen, bei jedem Tritt, die Athleten machen etwa 100 Umdrehungen pro Minute, kann, wenn die Sitzposition zu tief ist,
die Oberschenkelgefäße können da immer so einen ganz kleinen Ticken eingeklemmt werden. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre plötzlich die Position zwar gut unter strömungstechnischen Gesichtspunkten, aber sie wäre eben schlecht aus der Sicht der Durchblutung des Oberschenkels. Sprich, man würde gut sitzen, aber wenig Leistung produzieren. Das ist angenehm jetzt in die Position. Startmessung. Es ist in der Tat so, dass die Leistungsdichte nicht nur im Radsport, aber gerade im Radsport sehr, sehr dicht ist. Das heißt, wir sprechen nicht von Unterschieden von 5 oder 10% im Bereich der Weltspitze, sondern vielleicht noch von 1%. Und wenn dort der Leistungsunterschied so gering ist, dann lohnt es sich natürlich, wenn man diese Sachen wie Sitzposition, Kraftübertragung, Durchblutung der Oberschenkelmuskulatur unter verschiedenen Sitzpositionen, wenn man das versucht zu optimieren, sodass dann vielleicht 0,5% mehr über Sieg oder Treppchen oder Medaille entscheiden. Bergtraining für Fabian auf Mallorca. Intervalle à 15 Minuten mit jeweils 450 Watt stehen auf seinem Trainingsplan. Auf dem Rad sei er einfach glücklich, sagt er. Das ließe ihn alle Schmerzen vergessen. Ich komme aus einer sportverrückten Familie. Mein Vater hat viel Sport gemacht, hat früher gerudert, hat dann mit dem Triathlon angefangen, hat so den ersten Triathlon in Rot mitgemacht. Und da gehörte das Rad natürlich auch zum Training mit dazu. Und irgendwann hat mein Bruder dann angefangen, der ist 4 Jahre älter als ich. Und dann als kleiner Bruder will man natürlich das dem großen Bruder nacheifern, nachmachen. Und irgendwann brauchte ich dann auch ein Rad. Und dann ja, haben wir angefangen, Radrennen zu fahren. Ich glaube, ohne Erfolge könnte man das gar nicht so durchstehen. Man denkt immer zurück an die Erfolge, die man gehabt hat und wie schön diese Momente sind. Und dieses Gefühl will man einfach wieder haben. Ja, man muss sich überwinden können, auch bei schlechtem Wetter zu fahren. Die Disziplin, die ist sehr, sehr wichtig. Also man muss einen Trainingsplan, den man dann hat, muss man einhalten, weil sonst kommt man einfach nicht an das Ziel. Wir haben mittlerweile durch dieses sogenannte SRM-System haben wir die Möglichkeit, viele Daten aufzuzeichnen. Und das kann ich dann am Abend per E-Mail meinem Trainer schicken. Und der kann das dann auswerten und sieht natürlich auch genau, ob ich mich gequält habe, ob ich die Intervalle richtig gemacht habe.
Hier haben wir jetzt eine Datei, die Fabi mir geschickt hat. Man sieht hier, es ist ein Kraftausdauerprogramm. Es wurden 3 Serien gefahren zu jeweils 15 Minuten. Hier Serie 1, 2 und 3. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel die Serie 1 anschaue, habe ich hier mit dem roten Linienverlauf die Herzfrequenz aufgezeichnet. Die grüne Linie hier ist der Leistungsverlauf und die blaue Linie unten, weil es ein Kraftausdauertraining war, mit einer sehr niederen Tretfrequenz, der Tretfrequenzverlauf. Wenn die Daten jetzt übersendet werden, kann man dem Sportler sehr rasch ein Feedback auf das geben, was man ihm vorgegeben hat, und auch kontrollieren, ob die Vorgaben umgesetzt werden konnten oder ob es Probleme gab. Fabian wird dann nur schreien, wenn er fast einen Punkt erwischt. Wobei Beine, ja. Lisa an der Seite hat es ja man. Ich sage jetzt mal, harmlos ist ja gar nichts, was er macht. Ja. Warst du noch laufen gestern? Heute war ich laufen. Gestern Abend nicht mehr. Wollen wir uns da aber dann 10er, aber das war also spazieren gehen. Am wichtigsten ist es eigentlich bei dem Wettkampf, nach dem Wettkampf, bei den Rundfahrten. Aber ja, gerade auch im Training, wenn du jetzt hartes Training machst, dann gehe ich auch schon oft zu Hause zum Physiotherapeut. Das ist schon sehr wichtig. Am Ende der Saison werde ich dann so um die 35.000 Kilometer haben, inklusive Rennkilometer natürlich. Und Rennkilometer pro Trainingskilometer. Mhm. Alter. Muss aber weniger werden, der Schmerz. Muss, ja. Mhm. Muss wirklich. Das ist ein dritter Punkt. Weil ich kann ihn da nicht richtig ausdrücken, weil das Ding ist zu schmerzhaft. Nur einfach Verhärtung in den Muskeln. Und die, wenn die richtig behandelt werden, dann tun die ordentlich weh. Rennvorbereitungen in der Zentrale des Teams. Nur bei Rennen werden dünne Schlauchreifen benutzt und direkt auf die Felge geklebt. Gewicht sparen, optimalen Halt und Sicherheit garantieren. 19 mm ist solch ein Reifenbreit. Sich damit mit 90 Stundenkilometern einen Berg hinunterzustürzen, verlangt Vertrauen. Rennradreifen mit Profil werden nur von Freizeitsportlern eingesetzt. Sie wirken ausschließlich auf die Psychologie der Fahrer, denn Aquaplaning entsteht erst ab 200 Stundenkilometern. Auf der Suche nach dem idealen Reifen werden unterschiedliche Gummimischungen kombiniert, um Haltbarkeit, niedrigen Rollwiderstand und optimalen Kurvengrip zu erreichen. Doch Pannensicherheit steht im Vordergrund. Die Entwickler experimentieren mit immer neuen Materialien. Test mit einem handelsüblichen Reifen. Wie man auch schon hört, der Reifen ist also direkt durchstochen worden. Man sieht auch hier an der Färbung des Zahnstochers, also 1,5 cm eingedrungen und der Reifen ist platt. So, jetzt nehmen wir den Ultremo mit dem neuen High Density Guard. Den Bandschutzgürtel aus Rectran. Spannen einen Zahnstocher ein und richten ihn genau senkrecht auf dem Reifen aus. In diesem Fall können wir sogar ein Zusatzgewicht aufbringen, damit die Belastung für den Reifen noch mal entsprechend härter wird. Hier mein 1 Kilo, was wir noch zusätzlich hier vorne auf den Hebelarm aufbringen. Und in diesem Fall können wir sogar auf 90 Grad gehen.
Das heißt, die Fallenergie wird noch mal um einiges höher und lassen dann den Fallhammer auf den Reifen auftreffen. Wie man sieht, der Zahnstocher ist zwar abgebrochen, aber die volle Energie ist im Anfang in den Reifen reingegangen. Und wenn ich den Zahnstocher rausziehe, sieht man, dass der Reifen heile bleibt und der Zahnstocher sozusagen wie ein Korkenzieher aussieht und die ganze Energie in sich aufgenommen hat. Das ist ein sogenanntes Hypoxiezelt. Damit kann ich, ich habe einen Generator, mit dem ich den Sauerstoff aus der Luft ziehen kann und damit verschiedene Höhen nachsimulieren kann. Also ein Höhentrainingslager kann ich dann das Gerät einstellen, auf welche Höhe ich gehen will, ob ich jetzt auf 1800 Meter, 2000 oder 2200 bis 3000 Meter hoch gehen kann. Ich persönlich nutze es nur zum Schlafen. Ich fange Anfang der Saison damit an. Man fängt mit einer geringeren Höhe an, bei 1800 Meter, und dann geht man von Tag zu Tag oder beziehungsweise von Nacht zu Nacht höher und kann dann über mehrere Wochen dann bei 2200 Meter zum Beispiel schlafen. Und was für einen Effekt stellst du für dich fest? Er ist nicht so extrem, der Effekt. Also es soll halt anregen, dass man mehr rote Blutkörperchen bildet. Aber es ist nicht ganz so wie in der Höhe. Man kann es nachempfinden. Also der Sauerstoff ist zwar geringer, aber in der Höhe hat man auch einen geringeren Druck. Und den kann man natürlich in so einer Kammer nicht nachbilden. Also, ich glaube schon, dass es mir was bringt, dass ich eine größere Ausdauer dadurch bekomme. Und deine Freundin, stört die das nicht? Ja, sicherlich schon, aber ich meine, man probiert ja, es ist ja im Leistungssport, es wird immer alles immer enger, immer schwieriger, und man probiert natürlich das Beste aus einem rauszuholen. Und klar, da muss ich aber auch mal zurückstecken, aber das macht sie auch gerne. Auf Höhentraining reagieren Athleten sehr unterschiedlich. Nicht bei allen wirkt es sich positiv aus. An der Uni Tübingen suchen die Sportmediziner nach Möglichkeiten der Vorhersage. Die Beobachtung der Atmung in simulierter Höhe könnte ein Schlüssel dazu sein. Ja gut, Ziel dieser Studie ist es, Prädiktoren zu finden, also Faktoren mit einem gewissen Vorhersagewert im Hinblick auf die Belastungsreaktion eines Sportlers, in diesem Falle eines Radsportlers, wenn er sich in der Höhe belastet. Und wir untersuchen dann eine ganze Reihe an Messwerten, Variablen, die wir im Vorfeld einer solchen Höhenbelastung nachschauen und gucken im Anschluss dann, wie unter einer simulierten Höhenbelastung die Stressreaktion ausfällt. Ziel ist es letztendlich, Athleten individueller beraten zu können im Hinblick auf die Durchführung ihres Höhentrainings. Es gibt ein, wir werden gleich ein Entrecote machen und ein bisschen Couscous. Ein Couscous mit Gemüse, Brokkoli, ein bisschen Pastinaken, Möhren. Einfach, der Wunsch natürlich nach einem Steak von den Fahrern und zum Ausgleich ein wenig Getreide dazu. Also man muss natürlich auch ein bisschen was machen für die Psychologie. Und dazu gehört natürlich auch mal eine Crème Brûlée oder mal, wenn der Wunsch ist, eine Mousse au Chocolat. Aber man versucht das schon ein wenig in Maßen zu halten. Spielt eine sehr wichtige Rolle.
Wir haben eine Blutuntersuchung gemacht, wo mit neuartigen Analyseverfahren ermittelt werden kann, welche Lebensmittel Entzündungen im Körper hervorrufen. Und jetzt versucht Fabi so nach und nach das in die Praxis umzusetzen, um eben so möglichst wenig Entzündungen im Körper zuzulassen, wie es irgendwie möglich ist. Und sind jetzt in seinem Fall etwa 10 Lebensmittel, die es gilt zu vermeiden, um das einfach mal einen Eindruck davon zu bekommen, was es im Alltag bedeutet. Es ist Wassermelone, Ananas, Sonnenblumenkerne, Kakao, Kiwi, Joghurt, Kaffee, Walnüsse, Weintrauben, Sojabohnen, Lamm und Mais. Ich denke mal in seinem Fall durchaus was, was in der Praxis leicht umzusetzen ist, weil jetzt durch den Verzicht auf diese Lebensmittel nicht große Lücken entstehen. Und in Fabis Falle gehe ich einfach davon aus, weil er eben das Maximale aus seinem Körper herausholen möchte, dass er sich auch wirklich daran hält. Fabian telefoniert wöchentlich mit seinem Ernährungsberater. Er hält vor längeren Rundfahrten Einkaufslisten. Doch auf eins kann er nicht verzichten, den Kaffee am Morgen als Start in den Tag. 5 nach, also fahrt er los. Fährst du mit? Wo ist denn Raimondo? Und, regnet es heute? Ich hoffe nicht, aber ich nehme es mal vorsichtshalber mit. Ist immer schöner, wenn man keinen nassen Hintern kriegt. Robert Förster, Oskar Gatto, Johannes Fröhlinger. 3 Sprinter des Teams. Ihr Training simuliert die Rennsituation. Bei 600 Meter gibt es ein Hubsignal, dann wird beschleunigt und bei 400 Meter nochmal. Und dann müssen Sie am Auto vorbeispringen, die letzten 200 Meter. Wenn sie dann diese 200-Meter-Marke überschritten, überquert haben, dann hupe ich zweimal, dann ist Ziel. Und so üben wir das, was sie auch im Rennen machen. Also da ist ja genauso bekommen von ihren Mannschaftskameraden den Sprint angefahren. Und die letzten 200 Meter müssen sie dann alleine im Wind fahren. Und so kann man das immer wieder simulieren. Also der Sinn und Zweck des Trainings ist einfach, diese Rennsituation zu simulieren. Jetzt waren es 57. Oh. Ja gut, aber es ging ja berghoch. Es ging berghoch, ja. Und vorher? Vorhin waren es 77,2. Wow. Tisch. Hat man selten im Massensprint, aber man muss es halt üben, ne? Ja. Da fällt ihm schon das sonst sehr geliebte Festhalten am Auto schwer. Es ist ein gefährliches Training. Nur wenige Zentimeter Abstand halten die Sprinter zu dem Fahrzeug, das ihnen Windschutz gibt. Und das bei Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern. 10-mal sprinten sie an diesem Tag. Dann haben sie ihr Soll erfüllt. Das Besondere ist, es gibt keine schnellen oder langsamen Fahrräder. Das Besondere ist, dass meine Fahrräder exakt für den gebaut sind, der es dann nachher fährt. Das ist das Besondere. Und alles andere ist immer ein Kompromiss. Wenn du ein Fahrrad kaufen gehst, irgendwo in Laden,
dann kriegst du ein Fahrrad, so wie es jeder andere auch kriegt. Und bei mir kriegt der, der es kauft, das, was genau für ihn gebaut ist. Und das ist das Besondere. Ich verbringe 30% der Zeit nicht mit Arbeiten, sondern mit unterwegs sein mit den Athleten. Und du kennst die Athleten, du weißt, was die wollen. Und so, das fehlt den Ingenieuren und den Marketingleuten. Marketing und Verkaufszahlen, die hängen nicht in erster Linie von guten Produkten ab, sondern von anderen Dingen. Das weiß man auch heutzutage. Und da bin ich im Vorteil, weil es mir effektiv bloß darum geht, das perfekte Material für den einen besonderen Athleten herzustellen. Und mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich muss nicht auf Verkaufszahlen achten oder irgend sowas. Ich muss nicht irgendwas bauen, was ich in großen Stückzahlen verkaufen kann. Ich kann Rücksicht nehmen auf den speziellen Menschen, für den das Fahrrad baut. Und darum ist es besser. Ladetag in der Zentrale. Die sogenannten Ardennen-Klassiker, eine Reihe von Eintagesrennen, stehen auf dem Programm. Zwei Busse voller Material werden heute in Richtung Belgien aufbrechen. Im Rennsport werden überwiegend Rahmen aus Carbon gefahren. Die Steifigkeit der Kohlefaser ist für den Freizeitradler kaum von Bedeutung und die Empfindlichkeit von Carbon für den Alltagseinsatz eher ein Nachteil. Dennoch hat das Material aus dem Spitzensport längst Eingang in den Breitensport gefunden. Jetzt testet das Team Gerolsteiner Prototypen einer neuartigen elektronischen Schaltung. Der Rennsport ist Testlabor und Marketinginstrument für die Massenproduktion. Kurz warten, einatmen. Ronny Scholz atmet Kohlenmonoxid ein. Ein Verfahren, um unter anderem die Blutmenge zu bestimmen. Die nationale Anti-Doping-Agentur NADA plant, Datenbanken anzulegen und Profile von Athleten zu speichern. Blutmenge, Hämoglobin und Hämatokritwert, körpereigenes Testosteron und die individuelle Hormonstruktur des Athleten sollen erfasst werden. Sollte einer dieser Werte auffallend von dem individuellen Standardwert des Athleten abweichen, würde dies auf eventuelles Doping hinweisen, auch wenn die genauen Substanzen und Methoden noch unbekannt sind. In den biochemischen Laboren versucht man, der Zeit voraus zu sein, Baupläne noch nicht zugelassener Medikamente zu entschlüsseln und bereit zu sein, wenn neuartige Methoden wie Gendoping auf den Markt kommen. Unter Gendoping muss man sich vorstellen, dass Gene eingeführt werden in Zellen, in Körperzellen, die dann entsprechende Dopingsubstanzen produzieren. Man kann nun ein Gen für Erythropoietin in eine Hautzelle oder in Hautzellen einführen. Die Hautzelle produziert dann Erythropoietin. Jetzt hat man das Problem, die Hautzelle produziert permanent Erythropoietin, also man kann nicht an- und ausschalten, diese Hautzelle. Und da hat man jetzt Methoden entwickelt, dass man diese Hautzellen mit Cortisonsalben anschaltet und mit einer anderen Cortisonsalbe wieder ausschaltet. Das sind so Methoden, die man versucht einzusetzen in der Gentherapie. Da haben wir zurzeit noch keine Methode, um das nachzuweisen. Wir können aber wunderbar das Cortison nachweisen, also die corticosteroidhaltige Salbe. Also das sind jetzt unsere Strategien, mit denen wir versuchen, so etwas zu bewirken. Aber wie gesagt, die Modelle existieren, es gibt klinische Studien. Viele von denen sind fehlgeschlagen, haben also zu viele Nebenwirkungen gezeigt. Aber ich rechne trotzdem in den nächsten Jahren mit einem Aufkommen von gentechnologischen oder gentherapeutischen Methoden im Sport. Limburg in Belgien. Das Hauptquartier des Team Gerolsteiner während der Ardennen-Klassiker. Flèche Wallonne von Charleroi nach Huy steht als nächstes auf dem Plan. Fabian Wegmann rechnet sich Chancen aus. Acht Fahrer gehen an den Start.
Teambesprechung am Abend vor dem Rennen. Noch nicht tanto, ma si sente. Also wenn das wirklich so stimmt, dass der von da unten kommt, Südost, dann hast du hier bis 65 sind wir das erste Mal an der Mauer. Breite Straße, aber sehr, sehr, sehr windanfällig. Für die bei Kilometer 160 sind wir wieder auf der alten Strecke. Ob man dann da runter ans Wasser kommt. Ach, das kommt da erst. Ja, das ist das hier, Schumi. Und dann ist, ja, dann rechts weg, wo relativ schmal ist, in den Häusern da. Da geht's auseinander. Und da fängt das Rennen dann, wenn es vorher nicht entschieden worden ist, richtig an. Für uns sind die Mannschaften die wichtigen. Rabobank, Kestepanje, Liquigas, würde ich sagen. Liquigas mit De Luca. De Luca ist einfach Frere, auch immer vorne dabei gewesen hier. Und Frere? Frere war schon immer hier. Mhm. Am Anfang müssen mitspringen, 6 Mann. Also, wenn da oben eine Gruppe ist, die, also die zu 17 oder sowas rollt, dann ist sie weg. Die rollt aber nicht, weil das, halt das Ding halt hochgeht. Ich denke, dass wir einfach, wenn wir jetzt bei dem Punkt 168 ankommen, in jeder, ihr seht ja auch, wer dann da attackiert, in jeder Gruppe, die Namen dabei hat, dabei sein. Es steht auch nichts anderes mehr in der Zeitung als das Radprofis dopen, Punkt aus. Das tut mir natürlich sehr, sehr weh, weil es ist einfach nicht so, dass es jeder macht. Und ich muss mich mittlerweile rechtfertigen, dass ich Radprofi bin. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich werde mit den Leuten einfach über einen Kamm geschert. Und das finde ich traurig. Also ich glaube, dass im Freizeitsport zurzeit, im Nicht-Spitzensport, wahrscheinlich mehr gedopt wird wie im absoluten Spitzensport. Im absoluten Spitzensport haben wir ja regelmäßige Dopingkontrollen. Im Freizeitsport und im zweitklassigen Sport, um das jetzt mal so auszudrücken, gibt es keine Dopingkontrollen. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn wir in die zweite Bundesliga oder in die dritte Klasse beim Gewichtheben oder beim Ringen gehen, wie viel Positive wir haben. Ich nehme an, dass viele Athleten positiv sind. Wir haben das ja auch gesehen, als Dopingkontrollen mal im Seniorensport durchgeführt wurden. Also Leute, die eigentlich schon alles hinter sich haben, ja, denke ich mir, da haben wir unglaublich hohe Anzahl an Positiven gefunden. José Appin, Präsident du Parlement Wallon, et Michel Forêt, Gouverneur de la Province de Liège. Avec Bernard Hinault, Christophe Lacroix, député provincial en charge du sport à la province de Liège. Es sind noch 4 Kilometer, dann müssen wir mal alle ein bisschen weiter vorne fahren. Weil dann macht das den Knick. 3-4 Kilometer. Flèche Wallonne ist neben dem Amstel Gold Race und Lüttich-Bastogne-Lüttich einer der Ardennen-Klassiker. Es sind anspruchsvolle Eintagesrennen, bei denen die Teams ihre Frühjahrsform einschätzen, bevor die großen Rundfahrten beginnen. Die Mauer von Huy, ein giftiger Anstieg von 19%. Dreimal müssen die Fahrer diese Hürde überwinden. Ein letztes Mal auf dem Weg zum Ziel.
Nee. Mit Davide Rebellin und den nächsten Verfolgern. Da kommt noch einmal Wegmann vom Team Gerolsteiner. Der versucht hier vorzufahren. Er wartet auf seinen Sieg. Sehnsüchtig möchte er einen Rennen. Davide Rebellin vom Team Gerolsteiner gewinnt an diesem Tag. Fabian Wegmann wird Elfter in einem Feld von über 200 Fahrern. Es hat nicht ganz gereicht. Alles hinter Platz 10 zählt nicht, wird er später sagen. Le classement, alors que Guy Kirchheim, là, voilà, termine avec Andy Schleck, Kim Rachel, qui aura été l'un des grands bonhommes de la journée, l'arrivée également ici, donc, de Eagles. Nous retrouvions également Sandy Kazar dans le sillage duquel Zinkevich, autre arrivée avec Morelli, qui a été très en vue, qui termine avec Gianpaolo Chiula. Voilà, avec. Félicitations, bon problème. Victoire de David Rebellin, l'une des plus belles cartes d'identité du peloton international avec le. Voilà, David Rebellin qui revient donc sur le podium. Ce champion d'exception mérite bien l'ovation du tout le public présent ici à Huy au sommet du mur de Huy. Nouvelle victoire. Ich bin beim Flash Wallon dieses Jahr ein bisschen zu weit hinten in den Berg reingefahren und es ist ja im Grunde genommen kein langer Anstieg. Er ist ein Kilometer lang und im Sprintfinale ist das innerhalb von 45 Sekunden gegessen. Da fährt man aber an die 3 Minuten der Berghoch Anschlag und hat schon vorher halt seine 200 Kilometer in den Beinen. Und man fährt hinterher sich so grau, wie wir das sagen. Also man fährt wie in so einem Delirium dann nur noch hoch und probiert einfach nur noch die Kurbel irgendwie rumzukriegen und das möglichst schnell. Also der absolute Traum ist von mir einfach noch ein Klassikersieg. Ist mir eigentlich ziemlich egal, was für einer. Hauptsache, es wird einer. Und eine Tour-Etappe, das ist natürlich der Traum eines jeden Radprofis.